Ich darf zuerst zwei, drei Worte sagen als Einleitung zu dem ganzen Anlass. Ziel vom Stadtrat, muss man da vielleicht einmal schnell wiederholen, dass die klar sind. Wir haben verschiedene Ziele selbstverständlich und betreffend Bildungsstandort haben wir auch ganz klar wichtige Ziele. Buchs ist schon ein starker Bildungsstandort mit den genannten Schulen. BZB für Berufsbildung, NTB für Ingenieurausbildung, International School für Kinder, die eine international anerkannte Matur machen wollen, damit auch Fachkräfte, die international unterwegs sind, ihre Kinder hier beschulen können. Die einzige notabene im Kanton St. Gallen. Und dann ist selbstverständlich auch noch die Volksschule gerade nebendran. Also von dem her, die Stärkung vom Bildungs-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort in Buchs und damit auch in der Region Werdenberg. Das ist sicher ganz ein wichtiges Ziel. Und attraktive Rahmenbedingungen. Wir können ja nicht Inhalte oder so von den Schulen irgendwie mit beeinflussen, zum Glück, wenn das auch nicht. Aber wir können dazu beitragen als Stadt und Sie auch als Steuerzahler, wir als Steuerzahler, dass die Schulen attraktive Rahmenbedingungen haben, dass die Schulen entsprechend auch Zulauf haben. Es studieren, das ist unser Ziel, das wir eigentlich schlussendlich verfolgen. Es sollen möglichst zunehmend junge Leute da studieren und vor allem aber auch in der Region dann bleiben. Das Thema haben wir schon 2010 im Masterplan von der Stadt Buchs, Donau-Gemeinde Buchs, festgelegt. Sie sehen da auch eingekreist, dort wo wir heute sitzen. Das Quartier ist eine Art eigentlich klar und logisch vorgesehen als Campus. Markenzeichen des Campus ist die klare Abgrenzung des Gebiets zum übrigen Gemeindegebiet mit unverkennbarer Gestaltung des öffentlichen Raums. Der Campus bietet sowohl Studierenden wie auch Lehrkräften optimale Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt aber auch aufgrund seiner guten Vernetzung mit der Gemeinde findet eine große Identifikation mit Buchs, der Region und dem St. Galler Rheintal statt. Das hat man postuliert 2010, man hat das entsprechend ein Jahr später im Richtplan verankert, hat dann aber müssen sagen, okay, wir können es nicht jetzt, also sprich 2011, gerade direkt weitertreiben. 2011 hat man schon konkrete Projektvorschläge vorliegen gehabt, hat das aber sistiert. Man hat auf der anderen Seite bei den beiden Schulen, BZB und NTB, auch ganz konkrete Bauthemen gehabt. Es sind zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Ressourcen mehr zur Verfügung gewesen, um sich dem übergeordneten Campus auch entsprechend vertieft zu widmen. Jetzt aber sind wir wieder einmal so weit. Nachdem jetzt eben die Strukturbereinigung klar ist von der Ost, von der Fachhochschule Ostschweiz, der Kristallisationskern, um wieder jetzt voller Elan in das Campus-Denken einsteigen, ist eine Art der gewesen, dass die Studienstiftung NTB gesagt hat, hey, jetzt tun wir der NTB ein Studentenwohnheim, beziehungsweise eben nicht ein Wohnheim, sondern ein Studentenmodell schenken. Das Zweite ist das, dass wir jetzt wirklich auch das letzte Jahr mit dem Josef Brusa einen Investor gefunden hat, der wirklich gross einsteigt in den Fägeren, der ja gerade da hinten über die Strasse ist, der auch Bestandteil von dem Campus ist. Also eigentlich ist es eine Art ein Industrie- und Bildungscampus. Das ist etwas, das da ideal verschmelzen kann. Dann ist noch ein weiterer Punkt, dazu gehört man nachher vom Benny Hebner mehr, dass man eben auch auf Stufe Berufsbildung sich innerhalb vom Kanton neu will positionieren, mit sich meine Buchs, mit Saletz zusammen und Sargans. Miteinander die Bildungsregion Süd oder wie die dann immer heissen wird, damit man sich innerhalb vom Kanton gegenüber der zunehmend stärkeren Konkurrenz besser positioniert.
Und dann, was auch noch ganz toll und schön ist, gleichzeitig und auch ein schöner Zufall, manchmal muss man einfach ein bisschen warten und dann spielt alles, die International School Rheintal hat auch noch eine Neubau in Planung. Und ich freue mich auch, dass die neue Direktorin und der Heiner Graf, der das Board leitet von der International School, heute dabei sind. Also es stimmen wie ganz viele Faktoren jetzt. Der Campus nimmt darum jetzt eigentlich wieder Fahrt auf. Auch wenn es wirklich Campus in der Zwischenzeit alle brauchen. 2010 war es noch nicht so verbreitet. Aber was wir wollen, ist stärke Forschungsbildungsstandort, weil man findet, das ist eine Chance für Buchs und für die Region Werdenberg. Nämlich darum, weil wir, wenn wir Bedingungen für die Studierenden hier am Standort verbessern, dann stärken wir hoffentlich damit auch gerade die Position vom Standort Buchs, wo zusammen mit Rapperswil und St. Gallen ja jetzt die neue Fachhochschule bildet. Die Abwanderung, hoffentlich, das ist eine Hoffnung, die Abwanderung von gut ausgebildeten Leuten Richtung Zürich ist ja das Ziel, dass wir das reduzieren können und dass wir aber gleichzeitig natürlich eigentlich unsere sehr attraktiven Firmen, die wir im Rheintal haben, die als Liechtenstein dazugehört, selbstverständlich, dass wir für die eigentlich auch vor Ort können, ganz gute Fachkräfte bilden können. Das ist nicht einfach das Letzte, sondern das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Wir denken, als Stadt Buchs, die Bevölkerung profitiert von einer starken Wirtschaft. Die Bevölkerung von Buchs profitiert aber auch von gut ausgebauten Infrastrukturen. Wir werden Ihnen zeigen, dass auch die Bevölkerung von Buchs zusätzlich etwas Positives überkommt, was Infrastrukturen angeht. Wenn ich den Kanton St. Gallen anschaue, dann ist es so, dass der Kanton St. Gallen einen hohen dualen Anteil hat an den Schulabgängern. Wenn wir die Schulabgänger 2020 anschauen, im Kanton St. Gallen sind 4.849 Personen aus der Volksschule ausgetreten. 500 gehen in eine weiterführende Schule. Und jetzt kommt das BZB ins Spiel. 3.471 gehen in die Lehre im Kanton St. Gallen und in den Brückenangeboten sind 345 Personen. Also rund 78% bewegen sich in unserem Angebot vom BZB. Wenn wir das BZB anschauen, ein paar Zahlen, ein paar Fakten. Wir haben ein Budget von rund 30 Millionen Franken. Davon sind 20 Millionen Franken Löhne. Es werden rund 100'000 Lektionen unterrichtet, das in der Grund- und in der Weiterbildung. Wir haben 2'500 Lernende und es sind ca. 30% Lernende mit dem Lehrort Liechtenstein. Es ist ein grosses Projekt, wo Veränderungen wird geben. Es geht um die Stärkung der Berufsbildungsregion Süd. Die zwei Berufsfachschulen Buchs und Sargans wachsen zusammen. Sie wachsen zusammen aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Zuerst einmal, weil wir jetzt schon zusammen arbeiten. Wir haben die gleiche Informatik. Wir sind in der Verwaltung praktisch auf Gleichklang. Wir haben Fachschaften. Das heisst, Lehrpersonen, die man nicht unterscheidet, die sie unterrichtet, die einfach drinnen steht, entweder in Buchs, in Saletz oder in Sargans. Und dann haben wir eine wichtige Institution, das ist der kirchliche Sozialdienst, der sowohl in Buchs und in Sargans aktiv ist. Und das Ziel ist ganz klar, die zwei Schulen zusammenzuführen. Was ist der Zweck des Ganzen? Wir wollen die Berufsbildungsregion Süd stärken. Wir wollen auch dabei sein, weil es läuft politisch im Hintergrund, beziehungsweise jetzt auch im Vordergrund ein Postulat umgesetzt worden wird. Es geht um die strategische Schulraumplanung auf der Sekundarstufe 2, das heisst Berufsfachschulen wie auch Gymnasien, wo man eine Analyse macht über alle Entwicklungen, Ist-Zustand, Entwicklungen, demografischer Wandel, dann natürlich auch Einfluss von der Digitalisierung etc.
Da wird im 22 der erste Bericht vorliegen und da würde mit unserem Zeitplan sehr, sehr gut passen. Dann geht es natürlich auch ein bisschen Harmonisierung herzubringen in der Berufsbildungsregion Süd. Wenn ich Kaufleute anspreche, ganz kurz, wir haben das Angebot Kaufleute in Altstädten, in Buchs und Sargans. Und da muss ich Ihnen nicht erklären, dass da mindestens ein Schulstandort zu viel ist. Und da müssen wir eine gewisse Harmonisierung herbringen. Und für mich ein sehr, sehr wichtiger, fast der wichtigste Punkt, steht da so sehr einfach, höhere Auslastung der Infrastruktur. Wir müssen unsere Schulhäuser füllen. Wir müssen vor allem die Schulhäuser füllen, die am Kanton St. Gallen gehören. Und umgesetzt ist das Projekt, das ist fixiert am 1. August 2022. Das ist so das tagesaktuelle Thema, wo wir alle miteinander tief drinstecken und ganz sicher eine gute Sache wird geben. Wenn ich das BZB morgen anschaue, 20 weiss nicht wann, dann ist ganz klar, es ist eine Schule da, eine Schule, drei Standorte, das ist Buchs, Sargans und Saletz, ist umgesetzt. Ich sehe im 25, dass der Campus Buchs lebt, dass er bespielt ist mit den ganz verschiedenen Akteuren. Und dann ist für mich wichtig eine hohe Raumauslastung. Durch mehr Lernende, durch mehr Klassen und natürlich auch durch neue Berufe, die entstehen werden in den nächsten 3-4 Jahren. Wie gesagt, Digitalisierung verschont uns alle nicht. Es wird neue Bedürfnisse geben, gibt neue Berufe und die würden wir gerne auf die Buchs nehmen. Dass unser Ringkanton schwierig ist für eine Schulkreiseinteilung, das wissen wir. Aber von Buchs auf St. Gallen ist genau gleich weit wie von St. Gallen auf Buchs. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Nun, Änderungen wird es geben. Ich bin ganz sicher, dass wir in sehr naher Zukunft auch am Standort Buchs, also am Campus Buchs, neue Angebote werden haben. Am Anfang wahrscheinlich eher Richtung Technik. Eins fängt der Herbst an, Computation Engineering. Das sind Ingenieure, die in der virtuellen Welt vor allem arbeiten, Probleme lösen für die physische Welt. Aber ich bin überzeugt, weil ja die ganze Ost eine Mehrspartenschule ist mit 6 Departementen, kann ich mir vorstellen, dass in absehbarer Zeit Informatikangebote herkommen können, wo jetzt Kolleginnen und Kollegen in Rapperswil alleine sind. Oder ich kann mir vorstellen, dass eine Synergie mit der sozialen Arbeit oder der Gesundheit herkommt in speziellen Aspekt, ohne dass man riesige Neuinvestitionen machen muss. Das ist im gleichen Betrieb. So, wenn eine Firma sich überlegt, gewisse Aktivitäten, Angebote an neue Standorte, eben dort, wo gemerkt, Studenten und Forschungspartner sind, herzulegen. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass mit dem Zukunft nicht nur gesichert im Sinne von Standort, Gebäude und so ist, sondern auch was Angebot und Chancen innerhalb vom gleichen Departement, und das ist ein bisschen noch mein Job, das zu begleiten, eben auch kannst sagen, was wird gefragt in der Region, wie gross ist die Region Studenten? Was können wir schnell da anbringen? Und das binnen Jahresfrist und nicht binnen Jahrzehntefrist, wie das vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen war. So. Nun, Dost will, so in der Vision von Dost, am Campus Buchs wie auch an der anderen Campus, eine moderne Hochschule sein. Was ist eine moderne Hochschule? Wenn ich zurückdenke, ich habe gerade letztens die Ansprache vom ersten Rektor, damals noch Direktor von der NTB gelesen, am ersten Schultag. Das war Anfang November 1970, was er den jungen Studenten im Nulljahr, also im ersten Jahrgang, gesagt hat. Das darf ich da gar nicht sagen. Er hat von Tränen, Blut und Schweiß und Anstrengung geredet. Gerade am Anfang. Und alle sind stolz darauf gewesen. Ich kann Ihnen sagen, am Anfang, ob es 2 Gebäude gab, nachher 3, etwas hat man nicht gemacht, nämlich eine Cafeteria. Die ist erst viel, viel später gekommen. Weil die Einstellung war, man ist da zum Lernen, Lehren und miteinander Forschung, Hands-on und Ingenieure, dass man nebendran sich begegnet, einen Kaffee trinkt miteinander, sich austauscht und so. Das ist vor 50 Jahren einfach nicht so Thema gewesen. Das ist alles sehr viel später gewesen. Fragen Sie heute mal die Jungen. Benni, frage mal deine Leute, du weißt das natürlich, deine Lehrlinge oder Auszubildende, was die sich erwartet nachher. Ich sage nicht Lifestyle, ich sage nur Work-Life-Balance. Es muss stimmen. Nur studieren, no way. Nur
ich will arbeiten können irgendwie nebenan. Unsere Vollzeitstudenten arbeiten alle mit so 20-30%. Nicht vergessen, wir haben berufsbegleitend Studierende, über ein Drittel. Die sind 4 Abende und einen ganzen Tag an der Hochschule. Dazwischen tun sie offiziell 50, meistens 80% in Unternehmungen arbeiten gegen Franken, als normale Berufsleute. Das ist ein riesiges Potenzial, das da ist. Die haben ganz andere Ansprüche. Die wollen am Abend einfach, wenn sie kommen, blockt sie zur Firma raus, her, etwas essen können. Die wollen nachher noch ein Bier oder irgendetwas miteinander trinken. Und sonst ist es nicht cool. Und sonst geht man dorthin, wo es eben cool ist in dem Sinn. Heute gehört studieren, lernen, lehren, forschen, entwickeln für die Industrie, hands-on machen als Ingenieur, aber auch leben, Freizeit, alles dazu. Man will arbeiten. Man will lernen, man will es schön haben miteinander und man will vielleicht leben, vor allem wenn man denkt, Masterstudenten haben das Alter, wo sie zum Teil Familie gründet und solche Sachen. Und um das zu bieten, brauchen sie ein Umfeld, wo sie nicht dazwischen 3 Stunden fahren oder eine halbe Stunde, schon das muss vor Ort sein. Und wenn sie mal so die Schweiz kennen, wenn sie Burgdorf gehen und Olten und x Beispiel, erstens geht es in die Nähe von der Eisenbahn, sind wir schon. Und es geht immer wieder das Zusammenwirken von Wohnen, Wohngelegenheiten, Arbeitsmöglichkeiten, Leben, Sport und solche Sachen. Und wir haben sehr, sehr viel. Und wenn Sie jetzt den Perimeter anschauen, wo der Campus Buc ausmacht, da finden Sie genau eben alles in einem extrem kompakten Gelände. Ich kenne keinen Standort von der Fachhochschule in der Ostschweiz, nicht nur in der Ostschweiz, in der ganzen Schweiz, wo so kompakt, so viele Schulstufen. Eigentlich, wenn ich die International School dazu nehmen darf, alle Schulstufen und wenn ich Partnerschaft mit Universitäten bei uns dazu nehme, sogar bis zum Doktorat, auf ein paar wenige, Verhältnis weniger Quadratmeter, echt möglich, und zwar heute schon. Nicht in irgendwelchen Jahren, wenn man irgendwann was macht. Darum lohnt sich eben mit dem Campusprojekt Buchs, da eine sinnvolle, sichtbare Klammer drum zu machen, und die vielen Vorteile, die heute schon da sind, die Sie anschauen können, die Sie erleben können, zusammenzufassen, sodass das Ganze eben, wie man so schön sagt, deutlich mehr als die Summe aller Teile sein wird. Und so können wir auch den Erwartungen von der heutigen und von der künftigen Jugend, das ist ein Fachkräfte von morgen, eben ganz anders abholen und sind also mit konkurrenzfähig. Schauen Sie mal, HSG, jetzt weiss Gott genug Studenten, was tut sie? Ein Studentenheim bauen. Was ist in Rapperswil vor 6-7 Jahren gemacht worden? 2 Studentenheim bauen. Das könnte durchgehen durch die Schweiz. Das gehört dazu. Jetzt können Sie sagen, ja, warum bauen wir denn kein Studentenheim? Wir reden immer von einem Motel. Warum Motel? Motel heisst ja, ich kann kurzfristig mieten. 1 Nacht, 2 Nacht. Ich kann Semester bleiben, kein Jahr bleiben, kann 2 Jahre bleiben. Komm dann auf das Detail, warum es bei uns kein Studentenheim ist. Was ganz wichtig ist, wir haben jetzt immer vom NTB oder künftig vom Campus Buchs von der Ost geredet. Okay, das ist eine Fachhochschule mit Ausbildung, Forschung und Dienstleistung. Wir haben aber in uns drin, an der NTB integriert, noch eine zweite öffentlich-rechtliche Firma, die heisst Research. Die ist ungefähr jetzt 10 Jahre alt. Auch da hat das St. Galler Volk damals einstimmig über alle Gemeinden im Kanton ja gesagt. Das ist eine Forschungseinheit, wo die Ausbildung fast keinen Stellenwert hat. Das heisst eben Forschungseinheit, die auf ganz spezielle Themen, einerseits Ultrapräzisionsfertigung, auf der anderen Seite optische Schichten, bei uns in unserem Raum tätig ist. NTB ist Hotel, ist Infrastrukturgeber und Forschungspartner, zusammen mit Universitäten und anderen. Auch das Research wird in Kürze auf etwa 30 Personen wachsen. Hochqualifizierte Spezialfachleute. Und die gehen dort aus und ein. Die sind in genau diesem Campusgebiet, gehen sie essen, meistens jetzt hier in BZP und so weiter und so fort. Was ehrlich gesagt noch ein bisschen fehlt, ist alles, was nach 16 Uhr ist. Ja, dass man da noch irgendetwas trinken, sich noch begegnen. Da ist ja sehr viel internationales Personal umeinander. Und wenn ich daran denke, Firma Brusa, auch da wird die Internationalität von den Angestellten, die wahrscheinlich in absehbarster Zeit dahin arbeiten, durchaus eine gewisse Bedeutung haben. Und darum habe ich es auch irrsinnig super gefunden, dass in dem geplanten Modell eben auch die Möglichkeiten gegeben soll, dass solche Personal, wo eine gewisse beschränkte Zeit wahrscheinlich da ist, eben kann auch da so etwas wie Wohnen finden
Weil die begegnen sich im Motel, auf dem Campus und der Austausch zwischen Leuten, die schon arbeiten, schon, meistens als Ingenieurinnen, Ingenieure, Entwickler, zwischen denen, die es gerne wären, solche, die in der Industrie härter Kunde sind, solche, die in der eher ein bisschen geschützten Forschungswelt von der Fachhochschule sind, dass die zusammenkommen, der Ort von dieser Begegnung, zusammen aber auch mit denen, die zum Beispiel eine Stufe davor sind, die hier Berufslehre machen, dass sie sehen, ah, das könnte ich hören, ah, das machen die, das machen die. Dass so eine kompakte Area, also Fläche, gibt es nicht, wo sie das alles wirklich erleben können. Zusammen mit dem Research, und auch die sind sehr froh, wenn da ein anderes Leben an der Campus könnte kommen mit unserem Projekt. Nun, zusammengefasst, Campus Books als Gesamtprojekt, als Klammerprojekt vor allem, ein spezielles Modell, wo Richtig von der Studienstiftung da noch etwas dazu sagt, das sind für mich ganz, ganz wesentliche Entscheid oder Grundsatzprojekt, wo für die nächsten Jahrzehnte, würde ich sagen, ausschlaggebend sind und eben nicht nur die Sicherung, sondern Fortentwicklung und Konkurrenzfähigkeit von dem Standort für Fachkräfte, aber auch für Firmen, die von diesen Fachkräften profitieren, können sicherstellen. Und zu mir erlauben, ich bin jetzt 33 Jahre an diesem Campus tätig. Ich habe noch erlebt, wie Gründerväter geheissen haben, aber ich habe sie auch noch persönlich erlebt, am Stammtisch auch. Und zwar im Bahnhofbuffet. Und der Geist, den die in den 50er, 60er Jahren hatten, wo sie gesagt haben, hierher, in die Landgegend muss, damals hat es eine HTL geheissen, eine Hochschule kommen. Und vielleicht hat nicht jeder der Region verstanden, warum jetzt da unbedingt sein muss. Aber es ist absolut entscheidende Schritt gewesen, um eben das, was dann da gewachsen ist, über die vielen Jahre, was ich an Arbeitsmöglichkeiten denke, ermöglicht hat. Und ich glaube, da, was da als Campusprojekt realisiert wird, da könnte, wenn wir ein paar Jahrzehnte älter sind, rückblickend vielleicht eine ähnlich grosse Bedeutung haben für unsere Region. Das wünsche ich mir für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Das ist Sinnbild eigentlich auch für die Idee, Modell am Campus Buchs. Das ist das Gründer-Emblem, Logo gewesen. Das ist über 60-jährig, das Logo. Das, wo so rundum schwirmt ums NTB, das sind Atome. Das könnte man aber jetzt gerade so sagen. Das ist die International School, das ist das BZB, das ist Fegera, das ist alles, was rundum ist. Wir könnten eigentlich in die Mitte auch einfach den Campus setzen. Das ist so ein bisschen sinnbildlich, was das alles sollte beinhalten. Die NTB Studienstiftung ist der Gründer der NTB. Christian Beu ist gegründet worden, bereits 1964, also bevor das eigentlich das NTB 1970 eröffnet worden ist. Der Stiftungszweck hat zwei verschiedene Grundsachen verankert. Das hat man bis jetzt immer gelebt, über 50 Jahre lang, die Erneuerung der Lerninhalte und Förderung Studium am Neutechnikum Buchs. Das hat die Studienstiftung bis jetzt immer gemacht. Und immer ein bisschen auf der Seite lassen, weil sich einfach dort mal, Lothar Ritter hat es erwähnt, da hat es um Schweiß und um Schaffen ist gegangen und nicht ums Vergnügen. Das ist auch noch die Gründerväter, sind da dahinter gewesen, ist das immer ein bisschen auf die Seite geschoben worden und immer gesagt, das sei nicht attraktiv oder das sei nicht finanzierbar. Nämlich der Bau und Betrieb eines Studentenhauses. Darum haben wir auch den Arbeitstitel gewählt, Modell, nicht Studentenheim oder Studentenwohnheim. Es muss nämlich ganz noch etwas anderes sein, wo man eben einen Ort zum Verweilen kann sein, eben auch zum Treffen und zum Essen. Das sind dann die Ideen dahinter gewesen, dass man dem Stiftungszweck eher nachgehen will. Die Idee ist bei uns, der Stiftungsrat im Vorstand, im 2018 entstanden. Darum ist es gegangen, den Standort Buchs im Rahmen der Fachhochschule Ost zu stärken. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir hatten Angst, dass es den Standort Buchs auf zwei Nummern gibt. Da haben wir gedacht, da müssen wir irgendetwas unternehmen, um das Ganze zu stärken. Auch die Idee dahinter ist bereits gesagt worden von meinen Vorrednern, dass man den Campusgedanken, was hier alles rundherum hat, stärkt für Buchs, dass auch der Standort Buchs attraktiv bleibt und last but not least aber auch der Stiftungszweck endlich jetzt einmal nach 50 Jahren zu erfüllen und das einmal durchsetzen und durchzubringen. Was beinhaltet das Campus-Modell von der Idee her? Im Erdgeschoss soll es ein öffentliches Restaurant geben für 70 bis 90 Personen, wo ein gewisser Ersatz ist für die quasi nicht vorhandenen Cafeteria im NTB. Die ist jetzt, wenn Sie das NTB kennen, im Prinzip im Gang hinein.
und ist gerade so knapp für die Polizei noch bewilligt. Da wollen wir auch einen Ersatzbieter dazu. Wir wollen Wohngruppen, an je 4 Zimmer, das ist klassisch Studenten-Appartement, wird man machen. Wir wollen 10 Studio für externe Fachleute, die kurzfristig, darum auch der Name Motel, 1, 2, 3 Nächte müssen hier schlafen, zur Verfügung stellen. Wir wollen 10 Appartements für Angestellte vom Zentrum für Präzisionsindustrie Alperintal zur Verfügung stellen. Und aber auch, das gibt es auch immer wieder und ist auch ein Bedarf da, dass Dozierende von externen Appartements oder Wohnmöglichkeiten hier in Buchs brauchen. Das ist so ein bisschen die Idee als Raumprogramm, das dahinter ist. Wie ist der Stand vom Campus Motel? 26 eingereichte Projekte. Wir haben einen offenen Projektwettbewerb, einen bedingt offenen Projektwettbewerb gemacht, wo eigentlich alle Trägerkantone Architekturbüros dürfen mitnehmen. Die sind im März eingereicht worden und bekanntlich ist dann Corona gekommen. Und hat unseren Terminplan auch ein bisschen durcheinander gebracht. Wir haben dann beschlossen, wir möchten das nicht über Livestream machen, die ganze Jurierung, sondern werden jetzt am 10. September die Jurierung haben von diesen 26 Projekten und am 1.10. die Endjurierung. Und dann wird es hier am BZP die Ausstellung zum Projektwettbewerb geben, vom 16.10. bis 20.10. Sie sehen auf der Situation, wo ist etwa der Perimeter von dem Campus Motel als verbindendes Element primär zwischen BZP und NTB, wo auch die Erschliessung neu regelt, wo Wohngebiet entlastet und der Daniel Gut hat am Anfang gesagt, wo auch das ganze Gebiet Hanfland, BZP, NTB in sich zusammenschliesst und abschliesst und nicht mehr getrennt ist durch die Hanflandstrasse. Wie sieht der Zeitplan aus? Wir haben jetzt mit leichter Verspätung wieder die Arbeit aufgenommen zum Sicherstellen von der Finanzierung und Projektorganisation seitens von der Studienstiftung. Wetter im 2021 das Bauprojekt einreichen, so dass wir ungefähr 2022 sicher können anfangen zu bauen. Was gibt es denn für einen Nutzen hinter dem ganzen Campus-Modell? Nicht nur für BZP, wie erwähnt worden ist, und NTB, sondern es gibt ja für Sie als Anwohner, teilweise als Bewohner von Buchs oder Interessierte, gibt es ganz verschiedene Nutzen. Es ist gesagt worden vom Perimeter, wir haben die Anlieferung und Zufahrt von Parkplätzen vom NTB finden neu nur noch über die Langeulistrasse statt. Also der jetzige Parkplatz, der eigentlich auch ein Providurium ist, bleibt noch bestehen, wird aber im nächsten Schritt dann auch umgelegt, aber die Zufahrt zur Zeit wird über die Langeulistrasse gemacht. Und das Zweite, habe ich bereits schon gesagt, da gibt es ein öffentliches Restaurant in dem Perimeter, wo für jeden Mann und jede Frau da ist und sollte auch am Abend offen haben, wo auch eine Begegnung stattfindet zwischen den einzelnen Leuten. Es geht jetzt eigentlich noch darum, ja und jetzt, Sie sind jetzt alle von Buchs. Was spielen wir jetzt als Buchser Steuerzahler zum Beispiel für eine Rolle? Was spielen wir aber auch für eine Rolle als Anwohner von diesem Gebiet, von diesem Quartier, wo wir vielleicht täglich eigentlich irgendwie mit dem Velo oder mit dem Auto durchfahren? Und da möchte ich Ihnen ein paar Sachen dazu sagen. Die Gestaltung aber jetzt von diesem Quartier, von diesem neuen Quartier, das soll sichtbar werden, dass da etwas Neues passiert. Bei dieser Gestaltung hat natürlich die öffentliche Hand von Buchs, vom Kanton aber auch eine Rolle. Hat darum auch eine Rolle und ist legitim, denke ich, weil die Bevölkerung doch auch einen Profit daraus ziehen kann. Und das Modell, das wir heute vor allem darüber reden, ist eigentlich jetzt einfach mal der nächste Baustein. Und jetzt noch mal die Verbindung von diesen Schulen, die heute durch die Strasse getrennt sind, wo aber auch Sussbarrieren vielleicht vorhanden sind, da will man viel dafür tun, dass die Verbindung enger wird, dass man sich auf natürliche Art und Weise einfach trifft. Man sieht sich, nicht miteinander einen Kaffee. Und die Verbindung auch, darum haben wir ja das in den Fägeren eigentlich auch dürfen starten oder Bedingungen schaffen. Die Verbindung auch von der Wirtschaft und Bildung, die soll auch verstärkt werden, noch weiter. Und das Quartier, und das ist nicht einfach das Letzte, sondern das ist wichtig, das Quartier muss auch für die Bevölkerung einen Zusatznutzen bringen. Konkret jetzt. Grün ist so der Raum,
wo eigentlich wirklich soll ganz eine attraktive Aufenthaltszone sein für aussen. Und rot ist das Studentenmodell. Das Studentenmodell ist natürlich auch gleichzeitig ein bisschen neben dem Sichtbaren, neben der sichtbaren Grenze, ist es auch ein bisschen eine Grenze dagegen, wenn man dann da vielleicht einmal zwei Bier nimmt, anstatt nur eins am Abend. Das Wohnquartier gegen Süden soll nicht belastet werden durch zu viel Bierseligkeit. Also die Wohnhäuser müssen ja noch gut können, von daher erschlossen bleiben. Von daher soll die Strasse künftig für Langsamverkehr, also sprich für Velo, für also Elektro- und andere Velo und für Fußgänger durchgängig bleiben. Nicht mehr, aber für den motorisierten Individualverkehr. Das ist vielleicht auf den ersten Blick wie ein Nachteil für die, die da hinten wohnen. Für die Leute, die im Quartier wohnen, ist das aber ein riesen Vorteil. Man macht den Parkplatz zu, den heutigen Parkplatz zu der NTB. Und tut eben genau das, was der Reiche Brander schon gezeigt hat, ermöglichen, dass nämlich von der Nordumfahrung von Buchs her, von der Langeulistrasse her, vorläufig auf die heutigen Strukturen hin, sowohl der Parkplatz genutzt wird, als auch die Anlieferung mit Lastwagen. Das heisst, es fahren keine Lastwagen mehr durchs Quartier durch, es fahren keine Besucher mehr von der NTB, keine Mitarbeitenden. Die fahren so. Künftig nochmal, das ist auch wichtig. Also die Idee, die mittelfristige Idee ist, dass man den Parkplatz aufheben kann und da entweder vielleicht irgendwie gebäulemässig etwas machen und sonst eine attraktive Grünfläche. Dann haben wir jetzt vielleicht einfach noch die Sicht von diesen Anwohnern da hinten. Die sind bis jetzt vielmals so rausgefahren, wenn sie entweder auf der Autobahn sind oder sie sind so rausgefahren, wenn sie auf Grabs sind. Da machen wir zu. Heisst jetzt auch, die müssen sich da auf die bisher aufs andere Strassennetz eigentlich konzentrieren. Auf die Brunnenstrasse, auf die Sternstrasse oder die Güterstrasse. Was wir auch eigentlich wirklich gleichzeitig realisieren wollen, ist, dass wir da noch einen direkten Durchgang machen wollen auf Güterstrasse, sodass die Sternstrasse maximal entlastet wird. Also fast schon zur Wohnstrasse könnte werden. Bei der Brunnenstrasse ist die Thematik ein bisschen anders. Da sind die Gebäude relativ weit zurückgesetzt. Es sind da ganz moderne Gebäude mit einem hoffentlich vernünftigen Schallschutz. Wir haben jetzt schon geschaut, ja und jetzt, wie viel mehr Verkehr gibt das eigentlich im Verhältnis gesetzt zum weniger Verkehr, den wir haben, durch das, dass wir jetzt wirklich direkt eigentlich den ganzen Werkverkehr, sage ich dann mal, von der Langeulistrasse her haben. Und die Verkehrsstudie zeigt, dass es eine ganz minimale Mehrbelastung gibt auf diesen zwei Achsen, wo aber also wirklich unter 10% sein wird. Also in dem Sinn wahrscheinlich nicht gross spürbar sein wird für die Anwohner. Das heisst, die Erschliessung wird künftig direkt von der Langeulistrasse her sein. Was man sich wahrscheinlich irgendwann einmal fragen wird, wieso ist das nicht schon immer so gewesen. Die Brunnen- und Sternstrasse werden vom ganzen Verkehr, der heute im Zusammenhang mit der NTB entsteht und einen kleinen Teil auch mit dem BZB, werden entlastet. Aber es gibt natürlich einen gewissen Mehrverkehr wiederum, sodass sich das in etwa ausgleicht. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendwie eine massive Mehrbelastung entsteht für die Anwohner von diesen zwei Strassen. Der Stadtrat hat beschlossen, dass er Ihnen mit dem Investitionsbudget 2021 für die Umgestaltung von Teil von der Hanflamm von der Werdenbergstrasse, dass er Ihnen im 2021 einen Kredit wird beantragen. Das sind 1,5 Millionen Franken.
beinhaltet aber natürlich bei der Hanflandstrasse auch gerade eine Totalsanierung von der verbleibenden Strassenteil mit allen Leitungen und so weiter. Tut an der Werdenbergstrasse von Ost bis nach West eigentlich wirklich soll eine attraktive Gestaltung damit verbunden sein, auch auf der Nordseite von der Werdenbergstrasse, damit eben der Campus, das Quartier, eine Sichtbarkeit überkommt, als attraktives Quartier. Es gibt immer wieder neue politische Tendenzen und je attraktiver und stärker wir sind, Tatsbuchs, desto schwieriger werden wir angegriffen werden können. Für die Bevölkerung soll eine Art ein neues Quartier entstehen. Jetzt hat es auch einen Spazierweg da, also über das Gelände der NTB hier. Aber es soll wirklich eigentlich eine gewisse Attraktivierung sein. Eben ein Restaurant, Gartenwirtschaft, wo man sich aufhalten kann und natürlich auch attraktivere Grünflächen, als das heute der Fall ist. Für mich wichtig ist auch noch, also unterst, es ist ein gemeinsames Projekt vom Kanton, von der Stadt, von Privaten. Und das gibt auch immer mehr Stärke, als wenn es einfach irgendwie von Partikularinteressen her geleitet ist. In dem Sinn, ja, freue ich mich dann an der Bürgerversammlung im November noch mal kurz irgendwo über das dürfen zu reden. Und ich hoffe natürlich, dass Sie dann dem Kredit auch zustimmen. Mobilität ist ein riesiges Thema. Wir brauchen weltweit ein Drittel der gesamten Primärenergie brauchen wir für Mobilität. Und zwar vor allem fossil. Also das bisschen Strom, den der Zug braucht, kann man nicht vergessen. Das kann man natürlich viel besser machen. Das fängt an beim Mobilitätskonzept, dass wir Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und so weiter wieder näher zusammenbringt. Ich glaube, der Campus geht durchaus auch schon ein bisschen Signal in die Richtung, oder? Dass man gar nicht mehr so weit reisen muss. Das ist der erste Punkt. Das ist, wenn eine neue Heizung in euer Haus tun. Zuerst müssen wir das Haus isolieren, dann müssen wir eine neue Heizung in tun. So muss man auch beim Verkehr denken. Aber den Rest vom Verkehr wollen wir mit erneuerbarer Energie antreiben. Also das heisst, wir müssen zwei Themen gleichzeitig vorantreiben. Wir müssen schauen, dass wir immer mehr erneuerbare Energie haben. PV, Wind. In der Schweiz haben wir auch sehr viel Wasser, sehr gut zum Speichern. Und wenn wir dann mit der erneuerbaren Energie, wenn die Mobilität machen, dann muss die elektrisch sein. Weil die erneuerbare Energie ist in der Regel in Form von Strom zur Verfügung. Ja, vielleicht Richard Brandl, hat man denn die Steckdose gedacht, wenn dann alle mit elektrischen Autos kommen? Einfach, dass wir da noch... Selbstverständlich. hat man genug Steckdosen? So ja, dann möchte ich noch mal kurz beim Josef Bruse bleiben. Was war denn für Sie so der Grund, als Sie gesagt haben, Sie wollten da sozusagen in der Campusgebiet kommen? Haben Sie einfach Heimweg, keine Nähe von NTB, zu in Zukunft Ost? Ja, also... Einer der Hauptgründe ist eigentlich ganz banal. Es gibt gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, sagen wir jetzt mal mindestens in der Ostschweiz. Und weiterum haben wir ganz bewusst nicht geschaut, weil wir sagen so, mit jedem Kilometer, wo man zügelt, verliert man 1% der Mitarbeiter. Also bei 100 Kilometern hätten wir keine mehr. Also, deshalb haben wir in der Nähe geschaut und ja, wie es so ist, es hat sich dann irgendwie mehr zufällig so gefügt. Der Daniel hat, glaube ich, in der Zeitung ausgelesen, mir mal angerufen und so gibt es ein das andere, sind wir dann bei dem Projekt gelandet. Uns hat das überzeugt, weil aus Sicht der Kunden wird das eigentlich interessanter wieder jetzt. Also es ist verkehrstechnisch günstig, Autobahnanschluss, Buchs ist ein wichtiger Bahnhof, es ist nicht einfach irgendein Provinzbahnhof. Das Rinntal liegt sowieso im Zentrum von Europa, nicht etwa Zürich, sondern das Rinntal. Daniel Gut, nebst dem Gewerbhaus, wo die Firma Bruse einzieht, was entsteht in diesem Quartier noch? Ist da noch mehr geplant? Wir haben zwei, drei Sachen schon ein bisschen gehört vorne bei den Referaten. Konkret bei den Fägeren? Ist auch noch eine zweite Etappe an sich dann einzonbar. Im Moment haben wir aber noch genug Vorrat mit der ersten Etappe.
weil ja mit dem ersten Gebäude, das der Josef Brauser zusammen mit Lippuner jetzt aufstellt, natürlich nicht einfach der ganze Boden verbraucht ist, sondern dort schauen wir jetzt zusammen, weiterhin zusammen auch mit dem Amt für Wirtschaft, mit der Standortförderung, ob man da ein zweites Gebäude dann irgendwann kann aufstellen kann. Also man ist am Diskutieren, allerdings muss man da dafür nicht zu grosse Hoffnungen jetzt schüren. Also im Moment ist es natürlich nicht so trivial, um irgendwie eine grössere Interessenten zu finden, und einfach eine Ansammlung von ganz vielen Kleinen ist noch nicht unbedingt ein Grund, um gerade schon ein grosses Gebäude zu bauen. Also es wird irgendwann, aber das kann irgendwann sein, sicher eine zweite Etappe geben da hinten. Was aber schon vorgesehen ist konkret, der Josef Brauser hat auch Wohnraum angetönt. Auf dem Weg zum Bahnhof haben wir ja noch Rhein City. Das ist dort nördlich vom Bushof. Ein grösseres Quartier, wo die SBB, oder eine Wohnsiedlung, wo die SBB den Boden hat. Und die SBB hat jetzt einen Investorenwettbewerb laufen lassen, den zweiten. Der erste mussten sie streichen wieder nachher. Sie wollen im Baurecht den Boden abgeben, und dort sollen dann auch einmal Wohnraum entstehen, entlang vom Gießen Eigentumswohnungen und entlang von der Eisenbahn, aber auch hochwertige Mietwohnungen, die in einem vernünftigen Preissegment sind. Lothar Ritter, wir haben es vorhin ja gespürt und gehört, sie brennen für den Standort und auch für das Modell. Wie wichtig ist denn das Modell auch für die Fachhochschule und die Bildung vom ganzen Campus? Weil sie stehen doch vermutlich in einem gewissen Konkurrenzkampf auch mit anderen Bildungs- und Forschungsinstitutionen. Vielleicht nicht nur im Kanton St. Gallen, das ist ja nicht mehr. Ja, wie ich vorher schon ausgeführt habe, der Wettbewerb ist da, der ist auch gesund. Aber man darf es, glaube ich, nicht nur reduzieren auf Studierende. Die sind sehr wichtig, aber es ist eine Gruppe. Wenn ich denke, wir selber sind heute 220 Angestellte da drinnen. 120 von denen sind Jungingenieurinnen und Ingenieure, das sind alle zwischen Studienabschluss und 35, so ein bisschen vereinfacht gesagt. Also die arbeiten da und nicht nur in der Lehre oder fast nicht, die arbeiten für die Wirtschaft. Das heisst, wir sind ein Arbeitgeber, nicht unbedeutender. Wenn ich eine Menge von den Leuten, die im BZP angestellt sind und ihr Geld verdienen, auch das ein grosser Arbeitgeber, International School, und jetzt kommt noch die Wirtschaft, unmittelbare Nähe, auch grosse Arbeitgeber, also in diesem Perimeter wird nicht nur Steuergelder verbraucht, sondern da wird Wertschöpfung erbracht auf verschiedensten Ebenen. Das heisst, wir müssen für Studenten müssen wir Wohnraum haben, der nahe ist. Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein, auch als Hochschule heute. Wir können nicht hier schreien und die besten Köpfe kommen. Es kommen schon Köpfe, aber vielleicht nicht unbedingt die besten, die wir wollen. Es geht uns genau gleich wie euch bei den Unternehmungen. Da müssen wir Attraktivität haben. Und heute Arbeitnehmer, die kommen nicht einmal her und sind 30 Jahre da und gehen in Pension. Die sind vielleicht ein paar Wochen, Monate, vielleicht Jahre da, und das ist gut so, weil die sind dann wieder woanders. Die Dynamik können wir mitmachen, müssen wir bieten, und wenn wir etwas zu bieten haben, dann ist es auch möglich, etwas die Leute herzubringen. Es ist also ein Standortvorteil, auch als Arbeitgeber, dann als Hochschule. Und man darf ja nicht vergessen, in der Ost, in dem neuen Gebilde, ist ja nicht so, dass alle Buchsen zu Buchs bleiben und alle Rapperschwüler zu Rapperschwüler und so. Das gibt ja einen dynamischen Austausch. Ich sehe es heute schon zwischen Churbuchs und St. Gallen, wo wir seit über 10 Jahren die Betriebe ja führen. Und für diesen Austausch ist immer Reisen nicht das Richtige. Man will vielleicht danach 2 auch mal da bleiben für einen Kurs. Man will sich treffen, man will sich austauschen. Und das passiert selten im Schulzimmer oder im Sitzungszimmer. Das passiert eher auf dem Campusgelände. Und das noch kombiniert mit Menschen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, kann für beide Seiten durchaus eine interessante Bereicherung. Das ist der Mehrwert, nebst dem reinen Studentenwohnen. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Das Campus, am Campus ist ja von der NTB Studienstiftung lanciert worden. Den Gedanken hat man schon längere Zeit gehabt. Aus Ihrer Sicht, wieso hat man da schon so früh angedenkt und was bringt es jetzt den Mehrwert? Jetzt wird es ja dann ein bisschen sichtbarer, dass da der Campus auch entwickelt wird. Der Mehrwert, den es jetzt sicher bringt, ist gegenüber den ersten Anfängen, es ist sicher nicht ein rein studentisches Wohnen, sondern es ist ein durchmischtes Wohnen. Das sind ja alle Bestrebungen vom Wohnen gehen in den Sinn, dass man eine Durchmischung hat. Und auch zusammen mit einem Restaurant,
dass das eben auch nochmal eine Durchmischung gibt, wo sich eben Dozenten, Studenten und aber auch Einheimische können treffen können. Dass das eben der Campusgedanke nochmal stärkt am Bildungs- und Wirtschaftsstandort Buchs. Haben Sie so etwas wie ein Vorbild, ein Muster, das Sie da irgendwo schon mal gesehen haben, dass jetzt Buchse dort herkommt und mal schauen, wie sich da so, ich sage jetzt, leben und arbeiten lässt? So etwas wie das Modell, das wir jetzt machen, rein so etwas gibt es nicht, das ist einzigartig. Aber in Rapperswil hat man 2014 ein Studentenwohnheim eröffnet für 100 Studenten. Und bereits in 2018 ist das nächste eröffnet worden mit 88. Also es war eine rege Nachfrage gewesen, und auch dort hat es die Studienstiftung finanziert in Rapperswil. Sie haben sich gerade angesprochen, finanziert, wie wird das da in Buchs finanziert? Finanziert wird das durch die Studienstiftung, die eine private Stiftung ist, also es ist nicht von der öffentlichen Hand finanziert, in Zusammenarbeit auch mit Investoren und Sponsoren, wenn wir das Ganze selber finanzieren mit einer Trägergesellschaft. Benny Heb, kann denn auch die Berufsschule von dieser Weiterentwicklung hier Campus Buchs und vielleicht auch vom Modell profitieren? Übergeordnet kann das BCB ganz sicher profitieren. Rein durch die Ausseranlagen, rein durch die Verbindung zwischen diesen zwei Schulen. Das BCB ist Zulieferer, auch für die Ost, im Bereich der Polymechaniker, Konstrukteure insbesondere. Und gibt natürlich uns übergeordnet einen riesigen Standortvorteil durch die gesamte Infrastruktur, für unsere Mitarbeiter, für die Lernenden. Und der Weg ist sehr, sehr nach, auch fachlich in die Ost rüberzugehen mit unseren Klassen. Und das funktioniert jetzt schon sehr, sehr einfach und unkompliziert. Also übergeordnet gibt es für uns nur Vorteile. Wir hören seit Abend, wie vor allem die Vorteile aufzeigen. Was für Vorteile? Wir kommen schon langsam gegen den Schluss. Und wie ich gesehen habe, ist ja der grösste Teil sind Buchse da. Was sind denn Vorteile für Buchse, wenn wir hier den Campus jetzt weiter lancieren? Also ich meine, ein ganz offensichtlicher, ich sage jetzt mal kleiner Vorteil ist wirklich, dass die Verkehrssituation an und für sich verbessert wird. Oder? Also dass man von der Langeulistrasse das ganze Gebiet erschließt. Aber noch attraktiver, glaube ich, wird es eben vor allem für die, die da umeinander wohnen, die am Abend auch da gehen, gehen spazieren irgendwo, sei das am renaturierten Wettibach noch oder sonst irgendwo. Also wenn man die Runde noch irgendwo über eine attraktiv gestaltete, naturnahe Fläche auch entlang dann vom Giessen, wo ja NTB-Gelände abgrenzt gegen Osten, wenn man das noch kann verbinden, ich glaube, dann ist es ja für die Menschen, die da wohnen, wird es einfach schöner, es wird einfach lebenswerter da in Buchs. Das ist so ein meine Grundhaltung in dem Ganzen rein. Selbstverständlich, also wenn es dann der Wirtschaft auch gut geht, Menschen da im Buchs ihre Steuern zahlen, dann nachher kann man auch für die Allgemeinheit selbstverständlich insgesamt wieder Vorteil schaffen im Buchs und in der Region. Gibt es aber auch Nachteile? Ja, also das habe ich glaube auch versucht aufzuzeigen, oder? Es gibt kleine Nachteile für die, die im Hammland wohnen, zwar eigentlich nicht, weil man weiss ja, ob man auf die Autobahn will oder ob man auf Grabswil, also sprich, man kann dort dann entweder links oder rechts abbiegen, aber für die an der Brunnenstrasse und für die an der Sternstrasse ist es eben nicht nur eine volle Entlastung vom Verkehr, sondern es gibt auch wieder eine kleine Zusatzbelastung, so dass es dort dann eigentlich fast ein bisschen ausgeglichen ist. Josef Bruse, der Campus da soll sich eben weiterentwickeln. Erhoffen Sie sich auch vielleicht mit dem Campus Modell nachher noch, dass vielleicht die Rekrutierung von Fachleuten einfacher wird? Weil wir haben es ja vorhin gehört, das ist eine grosse Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Also generell einmal Bildung ist sehr, sehr, sehr wichtig für eine moderne und gesunde Gesellschaft. Da geht es aber nicht nur ums Wissen. Und deshalb hat es mir vorher sehr gut gefallen, wo ich gehört habe, dass wir eine Batteriehaltung abschaffen wollen. Oder? Weil wir brauchen Leute mit Kompetenzen, nicht nur mit Wissen. Wissen kann man heute googeln, oder? Das ist ja nicht so das Problem. Aber Kompetenzen heisst zum Beispiel, wie muss man ein komplexes Projekt abwickeln?
Oder überhaupt ein komplexes Problem lösen. Oder so. Wie packe ich das an? Und das hat mit Wissen eigentlich nicht so viel zu tun. Wie gesagt, wenn mir dann dort etwas fehlt, dann kann ich auch googeln. Oder so. Und deshalb höre ich das sehr gern, dass man sich über das auch Gedanken macht, dass man den Unterricht umfassender sieht. Also nicht, wenn wir in den Anfangsjahren gehört haben, oder, wo es einfach um reinpauken und so weiter geht. Dann sind wir ja gerade in den Ländern wie der Schweiz, da im Westen und so, sind wir sehr Hightech getrieben und da brauchen wir sehr, sehr viele qualifizierte Leute. Also wir haben etwa 15 Lehrlinge. Die gehen dann teilweise nachher studieren am NTB oder andere weiterführende Schulen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass es da lokal Angebote gibt. Weil unsere Erfahrung ist, dass wenn einer dann mal auf Zürich geht, zu studieren, dann kommt er in der Regel nicht mehr zu. Und jetzt müssen wir, ich weiss, glaube ich, das Ziel, dass die, da sind, da bleiben. Ja, geschätzte Damen und Herren, wir haben heute Abend schon sehr viel gehört, die wichtigen Sachen vielleicht auch noch ein zweites Mal einmal wiederholt. Jetzt wird ich den Ball zu Ihnen rausspielen. Haben Sie an die Herren noch Fragen? Herr Brander, wird die Stiftung das ganze Modell finanzieren? Ja, das ist die Idee dahinter, ja. Zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft. Denn so ein kleines Hotel oder Motel kann ja nie rentieren. Das ist jetzt Ihre Meinung, wir haben auch Abklärungen gemacht. Das kann ich Ihnen klar begründen. Ja? Wenn Sie schon 1 bis 2 Monate Ferien haben im Jahr, ist ja das Hotel nicht belegt. Also, Personal ist ja gleich da. Also, das kann gar nicht rentieren. Übernimmt denn die Stiftung als Defizit? Also, die Stiftung ist baut seinerseits und betreibt es nachher auch, das Hotel. Um Ihre Angst da vorwegzunehmen. Ja. Und dann Herr Brusa. Unterschätzen Sie Wasserstoff nicht, denn schwere Fahrzeuge können nur mit Wasserstoff oder eben also, Diesel betrieben werden. Dann kommen Sie mal an einen Vortrag zu mir, weil heute Abend habe ich, glaube ich, nicht den Raum, um das zu erklären. Aber ich habe eine andere Meinung zu dem. Denn die Deutschen tun jetzt einige Milliarden in Wasserstoff investieren. Damit können Sie ja Elektro ablösen. Ich kann nur, Elektro braucht ja auch Energie. Ich kann hier nur eine kurze Antwort geben. Tun Sie ja nicht in Wasserstoffaktien investieren. Danke. Gut, ja, Lotharin. Darf ich vielleicht noch zum Studenten- oder Auslastungsteil vom, der Ferien und so eine kurze Zusatzbemerkung machen? Genau darum, unter anderem, haben wir kein reines Studentenheim. Erstens mal eine Hochschule, wenn Studenten da sind, sind Studenten da. Aber wenn Studenten nicht Unterricht haben nach Stundenplan, sind sie über weite Strecken trotzdem da. Zum Beispiel von diesen 120 wissenschaftlichen Mitarbeitern sind momentan 46 Masterstudenten, also die Ausbildung nach dem Bachelor. Die tun fast alle berufsbegleitend, 50% in unserem Institut, im Projekt für die Industrie arbeiten, gegen Fränkli, und 50% gegen Noten. Die sind da. Die gehen genau nicht dann in die Ferien, wenn alle in die Ferien gehen und es teuer ist. Dann die Mischnutzung, die vorher, glaube du hast es erklärt, dass man einerseits Leute aus dem nicht von irgendeinem Unternehmen, sondern von Partnerunternehmen haben, dass man aber andererseits auch Kursteilnehmer haben. Wir haben zum Beispiel Klärwerterkurs und alles Mögliche bei uns. Und die finden typischerweise dann statt, wenn Studenten keinen Unterricht haben nach Stundenplan, weil sie nehmen keinen Platz. Also die Mischnutzung ist ein ganz wesentliches Konzept, warum wir auch nicht höher gegangen sind, dass wir wir sind überzeugt, dass die Auslastung mehr als stimmt und haben auch gewisse Gedanken in der Baulichkeit, also der Architekten mitgeben, eine vernünftige, einfache Erweiterbarkeit muss aufgezeigt werden. Gut, Andreas Schwarz. Guten Abend miteinander, vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich würde gerne am letzten Statement von Herrn Brusa in der Diskussion anhängen, es da bleiben von den Studenten, die dann die wunderbare Schule durchlaufen haben. Das Ziel für die Stadt und der Mehrwert entsteht vor allem da, wenn die Leute dann da bleiben.
Die Nähe allein von den verschiedenen Institutionen wird wahrscheinlich die Leute nicht bewegen, um da zu bleiben. Meine Frage wäre, gibt es neben dem bestehenden Format jetzt spezielle Überlegungen, wie man die Synergien, das Dableiben, könnte den abschliessenden Studentinnen und Studenten erleichtern, so damit die räumliche Nähe von der Wirtschaft und der Bildung nachher im Effekt, Spin-off oder so irgendetwas, noch könnte gefördert werden? Also ich habe vorher gesagt, ich habe mir vor 40 Jahren Gedanken gemacht, was kann ich Sinnvolles machen. Und dass wir feststellen, dass heutzutage wieder ein Trend ist, dass sich die jungen Leute auch sagen, dass ich nicht einfach nur einen Brötli-Job, sondern es muss auch irgendwie noch Sinn machen. Und wir haben einen relativ grossen Prozentsatz von Leuten, die bei uns wegen dem Thema kommen. Das ist ein Vorteil für uns, für die Rekrutierung, oder? Und wenn wir an diesem Thema dranbleiben, dann haben wir einen Beitrag geleistet, dass die Leute nachher dranbleiben. Es gibt da noch einen speziellen Effekt. Und ich glaube, wir alle haben das vielleicht, wenn wir gut essen gehen mit den Familien. Man geht tendenziell dort, wo man geht. Man geht nicht wahnsinnig gern in ein Restaurant, wo dauernd niemand ist. Das könnt ihr das übertragen. Studierende gehen dorthin, wo sie das Gefühl haben, das heisst nicht immer geworden, aber das Gefühl kriegen, da geht die Post ab. Und dort gehören eben Arbeitsplätze dazu und nicht nur die, die die Schule selber macht. Es gehört unsere Forschung dazu, es gehören Betriebe, die sichtbar sind dazu. Aber Brusa ist ja nicht nur der Einzige in diesem Alpenrheintal. Das Alpenrheintal hat eine irrsinnige Industrie- und KMU-Cluster, wo also schweizweit einmalig ist. Und da müssen wir gar nicht weit gehen, beidseits des Rheins, von Chur, sagen wir, bis zum Bodensee. Das ist einmal das Gebiet. Und wenn ihr das mal schnallt, dass da Job hat und sie können sofort wechseln, ob es dann natürlich ganz ein anderes Thema. Man geht, wo man geht. Und dort, wo wir sind, muss es gut sein. Und der Effekt ist unheimlich wichtig. Jetzt will ich noch etwas zum Dableiben sagen. Das Dableiben ist immer so ein Argument, das sagt, ja, die sind ein bisschen engstirniger. Schon während der Ausbildung wollen immer mehr und in Zukunft müssen es immer mehr die Studenten auch mal rausgehen. Nur wir werden das nicht primär durch Partneruniversitäten oder solche Sachen machen. Da sind selbst wir als Ost einfach ein kleines Fischchen. Mit einer chinesischen Universität kann vielleicht die Menge von allen Fachhochschulen in der Schweiz als eine Schule sehen, einigermaßen auf Augenhöhe diskutieren. Aber mit Partnerschaften zu Firmen, die schon vor Ort in diesen Ländern sind, ist so etwas eben möglich und irrsinnig attraktiv. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen bequemer für die Studie ist. Man muss nicht alles selber organisieren. Das ist ein Seiteneffekt. Also die Internationalität von der Ausbildung und von der Fähigkeit, Kompetenzen, eben die Internationalität für eine Firma wahrzunehmen, ist ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung. Auch wenn sie da bleiben oder von außen wegen dem Studium schon daherkommen. Weitere Ausführungen zu der Attraktivität? Ja, ich glaube, die Attraktivität ist ja dann letzten Moment nicht einfach nur der Campus, sondern die Attraktivität soll ja auch irgendwie, ich sage jetzt einmal, die Diversität von der Gegend sein. Also wir haben sehr schöne, wunderschöne ländliche Gemeinden und der Stadtrat Buchs bemüht sich seit einigen Jahren eigentlich so ein bisschen einen kleinen, bescheidenen Kontrapunkt dann zu setzen, um eben eine grössere Vielfalt zu schaffen, indem er mindestens das Zentrum von Buchs auch versucht, als urbanes Zentrum, Kleinzentrum, also müssen wir ja ehrlich sein, eigentlich zu gestalten. Und wir sind des Öfteren auch schon ganz konkret an Neuzuzügerbegrüssungen effektiv angesprochen worden, dass wir mit dieser Philosophie auch einen gewissen Erfolg haben. Es hat Leute, die finden, das sei lässig, dass jetzt da doch auch noch so ein bisschen städtisches Element in der Gegend gegeben. Und das war für sie noch ein wichtiger Grund gewesen, wo sie dann da irgendwie von Ferne einmal sind schauen, ob sie da in das Rheintal arbeiten können, oder? Also, ja, ein Angebot schaffen zieht eben immer auch Nachfrage dann nach sich. Darum, man muss aber zuerst etwas machen. Man kann nicht einfach darauf hoffen, dass andere für einen das erledigen, sondern man muss selber etwas machen. Und dann nachher kommen die Leute. Aus der Sicht des BCP ist es wichtig, und dass wir einen grossen Wert darauf legen, im ganzen Tal, im ganzen Alpenrheintal, dass Betriebe weiterhin ausbilden. Wir müssen Betriebe haben, die parat sind, Lernende auszubilden, dass alle die Möglichkeit haben, eine Grundausbildung zu machen, eine Testausbildung zu machen,
Psycho können entwickeln, das können Fähigkeitszeugnis erlangen, dann haben sie mal das Fundament gelegt, wo sie können, deutsch gesagt, die Familie ernähren und können sich nachher dann auch entwickeln. Und wenn wir weiterhin so hohe Quoten haben in der dualen Ausbildung in unserem Tal und Betriebe haben, die ausbilden, dann sehe ich eine grosse Chance, dass wir auch den ganzen Fachkräftemangel ein bisschen entschärfen können. Schlimm wäre, wenn wirklich die grossen Betriebe nicht mehr ausbilden würden. Dann möchte ich noch gerne zum Schluss von Daniel Gut und dem Richard Brande wissen, wie es jetzt konkret weitergeht. Vielleicht noch so zusammenfassen, wir haben schon mal gesehen, was sind die nächsten Schritte? Ja, also für uns Buchser ist es ganz simpel, an der Bürgerversammlung an der nächsten einmal Ja sagen zu dem Strassenprojekt als ein Bestandteil von mehreren Bestandteilen. Der Kanton wird und muss hoffentlich dann noch Ja sagen zu der neuen Erschliessung. Wenn das nicht passiert, dann ist natürlich unser Strassenbauprojekt auch grösstenteils hinfällig und selbstverständlich muss es dann als Studienstiftung noch schaffen, wie es der Walter Widri gesagt hat, dass man wirklich eine langfristige, saubere Finanzierung herbringt, wo eben auch der Betrieb dann vor allem, ich meine, die Investition ist sein, wo nachher auch der Betrieb dann eigentlich gewährleisten kann, sodass dann nicht nach ein paar Jahren eigentlich heisst, hey, jetzt muss aber die öffentliche Hand den grösseren Teil der Kosten übernehmen. Also eine Bürgerversammlung ist für uns Buchser der nächste konkrete Schritt. Richard Brande? Ja, nachdem der Projektwettbewerb dann entschieden ist, können wir eigentlich in der Kommission wirklich wieder anfangen zu arbeiten und die Finanzierung sicherstellen, Betreibergesellschaften suchen und auch das Bauprojekt in Auftrag geben, sodass dann richtige Realisierung geht. Das mit dem Ziel, bis Ende 20 einen grossen Teil abgeschlossen haben. Jetzt kommen wir ganz zum Schluss noch in die Werbung. Ich würde gerne von jedem Podiumsteilnehmer noch kurz ein, zwei Sätze hören, wieso es der Campus Buchs so wichtig ist. Benni Heb, darf ich gerade anfangen? Campus Buchs für alle. Der Campus soll eigentlich einen natürlicheren Austausch ermöglichen, der sich so mehr oder weniger von alleine gibt, weil man sich trifft, sei das im Restaurant oder auf dem Platz und so weiter. Und von dem versprechen wir uns schon ein bisschen natürlicher, dass man vielleicht mehr Projekte wieder mit dem NTB zusammen macht oder dass wir auch wie eine automatische Rekrutierung haben wir das von der NTB-Seite. Oder? Beim BZB hoffen wir, dass möglichst unsere Prüfe angeboten werden, oder? Dass die dann, obwohl sie gerade nebenzu sind, nicht gleich auf St. Gallen fahren. Machen wir aus dem, was schon da ist, die verschiedenen Schulen, Industriebetriebe, mit überschaubarem Aufwand und grosser Chance von der Realisierung, jetzt der nächste grosse Schritt, sodass in den verschiedensten Fusions-Zusammenlegungs-, Synergie-Optimierungsprojekt oder politisch gehört haben, ob das beim BZB mit der Bildungsregion Süd ist, ob in der Ost, einfach das Beste, sodass das, was schon da ist, die beste Voraussetzung hat, eine überattraktive Partnerin für den Rest der Schweiz zu sein. Campus Buchs als Standortförderung und auch Standortfestigung von Buchs als Bildungs- und Forschungsstandort. Ja, Buchs ist eines der 5 Regionalzentren im Kanton St. Gallen, oder? Also es hat rein schon auch aus Sicht vom Kanton einen grossen Stellenwert Buchs. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir auch als Bildungsstandort und als Wirtschaftsstandort, und zwar nicht für Lagerhallen, sondern als Wirtschaftsstandort, wo der Kopf gebraucht wird, wo aber eben auch das Herz mehr gebraucht werden kann, wenn die Menschen sich treffen jetzt in dem toll neu gestalteten Gebiet, in dem Campus. Dass wir da einfach unsere Chancen müssen umsetzen selber. Wir müssen selber anpacken. Und der Campus bietet uns wieder eine Chance, um zu zeigen, dass wir eines Regionalzentrums mehr als würdig sind. Es war sehr ungewohnt für Sie, so weit auseinander zu sitzen. Das ist auch ein spezielles Bild von oben runter. Ich glaube, Sie da können es alle bezeugen. Für die Verabschiedung gebe ich das Wort noch ganz kurz zurück an Daniel Gut. Ihnen bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie gesund, interessiert und vor allem bildet. Ja, danke vielmals allen Kollegen, die sich so
total engagiert eigentlich ins Zeug gelegt haben. Also ich bin selber überwältigt, die guten Argumente, die da gefallen sind. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute, die an sich primär in der Technik eigentlich beheimatet sind, so eine Gesamtschau eigentlich können bringen. Und das, glaube ich, das haben alle gezeigt, die da auftreten sind. Ich kann jetzt nur noch sagen, am 16. oder an welchem Oktober? Am 16. Oktober ist die nächste Möglichkeit, wo Sie Konkretisierung sehen können. Sie können das dann morgen in der Zeitung noch mal lesen, oder übermorgen besser gesagt. Dann können Sie nämlich die Ausstellung von diesen 26 Architekturprojekten, wo immer auch Landschaftsgärtner dabei sind, die an diesem Campus-Modell gearbeitet haben, das können Sie dann anschauen. Und dann der ganz wichtige Termin, um ein starkes, klares Signal auch von Buchs her geben, von der Buchser Bevölkerung her, ist Bürgerversammlung. Sie können jetzt ja auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken für das Vorhaben, Campus Books. Und dann werden wir doch hoffentlich an der Bürgerversammlung ganz ein tolles Resultat haben. Danke vielmals. Schönen Abend allerseits, gute Gesundheit vor allem. Wir müssen leider auf ein Apero verzichten. Es wäre jetzt ungemütlich gewesen, miteinander noch mit einem Bierli anzustossen. Ich freue mich, bis wir das irgendwann wieder können. Leider heute nicht möglich. Müssen wir halt noch jemand anderes ein Bierli nehmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Kommen.